Tag 1 meiner Mega-Wanderung von Berlin nach Dresden. Und für den ersten Tag laufen wir entspannt um 70 Kilometer zum Einstieg. Aber starten wir ganz am Anfang. Was für eine beschissene Idee. Ich bin auch schon 20 Minuten zu spät. Es ist 6.05 Uhr. Ja, dann fahre ich jetzt mal nach Lichtenrade. Dann geht die Wanderung los. Huhu. Wie toll finde ich jetzt diese Idee? Ja, ich bin in Lichtenrade angekommen. Die Uhr ist vor einer Minute, einer Sekunde gestartet. Die Reise geht los. Ich ziehe mir jetzt gleich noch meine Stirnlampe auf, denn es ist echt noch ganz schön dunkel. Es geht los. Ich fand es auf jeden Fall übertrieben krass, dass ausschließlich Handwerker in der S-Bahn gesessen haben um diese Uhrzeit. Es ist jetzt 7 Uhr. Scheiße, ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde losgehen. Naja, es ist arschkalt, Leute. Und das, was ich heute zu wenig anhabe, hatte ich beim letzten Mal zu viel an. Also ich habe tatsächlich, trage jetzt schon Handschuhe. Überlege mir, ob das hier Sinn macht. Ich habe wirklich ja nur zwei Lagen an. Hier so ein Longsleeve und dann diese Jacke hier drüber. Bei 7 Grad ist das aber ganz schön frisch. Gehe jetzt erstmal ein, zwei Kilometerchen, dann schaue ich mir das an. Ansonsten ziehe ich einfach ein paar Klamotten an, die ich dabei habe. Ich bin auf dem Berliner Mauerweg unterwegs. Guckt euch an, wie gruselig schön das aussieht. Das war tatsächlich doch gar nicht so verkehrt, so spät zu starten, denn sonst wäre es jetzt noch dunkler gewesen und ich würde noch länger in der Dunkelheit laufen. So ein bisschen unangenehm ist es ja schon. Ich bin sehr gespannt, wie die Wege heute ausschauen. Ob da überhaupt ein Weg ist, wo ich langlaufen will? Ich meine, ihr kennt die Problematik. We will see. Braucht ihr mal einen Beweis dafür, dass es kalt ist? Wartet. Heftig! Boah, jetzt wo ich hier so in den tiefen Wald reingehe, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht über Tiere und Wildschweine und so. Ich meine, ist das jetzt nicht genau diese Uhrzeit, wo die hier aktiv sind? Kilometer 2. Es ist echt ziemlich spooky, oder? Bleibt schön dran, ne? Damit ich nicht alleine bin, wenn hier was passiert. Krass! Wie schön sieht das bitte aus? Seht ihr den Nebel? Oh. Die erste Ortschaft, ich bin in Marlow. Kilometer 5 und ich frag mich, wo diese 15 bis 17 Grad hin sind. Wo seid ihr? Es ist so kalt immer noch. Darauf erstmal ein Stückchen Bananenbrot. Interessante Geschwindigkeit. Ach, guck mal, ich bin schon im Blankenfelde. Hier ist, erkenne ich hier am Bahnhof. Ich habe den Übergang gar nicht mitgekriegt. Tja, und hier scheint auch schon die erste Sackgasse zu sein. Hier ist Baustelle. Hier steht sogar, dass ich da nicht lang darf. Toll! Der erste Umweg! Ach, guck mal, hier werde ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag unterwegs sein. Auf der Baruther Linie. Der Sonne entgegen. Ich bin in Dahlewitz! So, Temperaturen gehen langsam, Leute. Ich check mal ganz kurz, was ich jetzt gerade hier schon so geleistet habe. Ich bin gerade mit 6 km/h unterwegs und habe schon 8,5 Kilometer auf der Uhr. Es sind jetzt so noch 60 Kilometer. Ich lasse mir das nämlich hier schön auf meiner Uhr anzeigen und immer schön runterrechnen. Das ist für den Kopf nämlich so viel geiler. Und Leute, die Sonne! Ist das geil! Ich meine, was gibt es bitte Schöneres, als bei frischer Luft und wunderbarem guten Morgen Sonnenschein hier durch die Weltgeschichte laufen? Mir fällt nichts ein! Kilometer 10! Ey, sag mir bitte nicht, dass das nicht schön ist! Es ist einfach so krass, was die Sonne mit einem macht. Ich weiß echt nicht, wie das werden soll. Ich war jetzt schon 4-mal auf Toilette. Gerade da vorne im Wald noch mal kurz, weil ich jetzt gerade schon wieder in der neuen Ortschaft bin. Keine Ahnung wo. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass ich anständig hydriert bin. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich habe mir extra hier diesen Schlauch hier vorne reingetan, dass jedes Mal, wenn ich einen Kilometer voll habe, mindestens ein, wenn nicht sogar 3 Schlucke Wasser nehme. Weil normalerweise hast du halt keinen Bock, bei dem Wetter zu trinken. Aber es muss sein. Ei, wie krass die Leute hier Halloween-mäßig ausrasten. Guckt euch das mal bitte an. Krass. Und hier geht's schon weiter. Seid ihr eigentlich schon in Halloween-Stimmung? Also macht ihr richtig nur mit Party und umkleiden, verkleiden und so? Erster Boxenstopp nach 13 Kilometern gehe ich jetzt zu Edeka. Hoffentlich haben die auch einen Bäcker. Und dann suche ich mir mal ein schönes Frühstück aus. Es ist geworden eine Streuselschnecke, eine Mini-Kaki, eine Mandarine und ein Tee. Und alter Leute, der ist so heiß. Wie romantisch das hier ist. Jo, ich habe mir jetzt natürlich mal die Sonnenbrille rausgeholt. Kilometer 16 habe ich schon. Ziemlich genau 3 Stunden unterwegs. Und das war hier gerade Rangsdorf. Aber ich laufe hier dran vorbei. Also mal gucken, was als nächstes kommt. Müsste Zossen sein, glaube ich. Memo an mich, wenn ich das nächste Mal so eine Mega-Wanderung mache, sollte ich auf jeden Fall wasserfeste Schuhe anziehen. Denn auch wenn hier ein kleiner Weg abzuzeichnen ist, muss ich die ganze Zeit mit den Schuhen so ein bisschen an dieses nasse Gras und dann werden die irgendwann nass. Nicht so schön. Hey, wie geil, da hinten sind meine Friends. Ob ich die heute nochmal von nahem sehe? Guten Morgen. Ja, schön, dass ihr mich alle anschaut. Ich habe gelernt, man darf nicht in so einer piepsigen Stimme mit euch sprechen, deswegen werde ich euch jetzt mit meiner dunkelsten Stimme ansprechen. Ich bin jetzt in Dabendorf angekommen und hier gibt es so eine schöne Karte. Lasst mich mal nachvollziehen, wo ich bin.
hier laufe ich, ach, hier, genau, also hier bin ich jetzt quasi gerade und hier werde ich jetzt irgendwie durchlaufen und dann, keine Ahnung, ich glaube hier über Mellensee und dann Grünsdorf, keine Ahnung wie rum und dann hier irgendwie so weiter. Naja, nur, dass ihr es mal gewusst habt. Kilometer 20, dann sind es ja jetzt nur noch 50. Genau 23 Kilometer habe ich jetzt auf der Uhr und ich bin bei Lidl, also der zweite Boxenstopp. Puh, Leute, ich muss auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal was zu essen. Aber ich habe jetzt gerade schon wieder gar keinen Hunger, beziehungsweise es wird nicht besser. Das heißt, ich fange jetzt einfach schon mal an, solange es noch irgendwie reingeht. Auf jeden Fall nehme ich schon mal eine Flasche Wasser mit. Meine Trinkblase ist nämlich leer. Ach, darf ich hier so ein Ding aufreißen? Die kriegen doch immer einen Föhn, wenn man so eine einzelne Flasche mitnimmt. Ich brauche nur eine. Auf jeden Fall, solange es noch reingeht irgendwie und ich das essen kann, sollte ich auf jeden Fall essen. Deswegen nehme ich mir jetzt hier irgendwie so ein Laugenbrötchen oder irgendwie sowas mit. Gibt es hier nicht diese Snackbar bei Lidl? Da hole ich mir was. Dann wollen wir mal das Wasser auffüllen in der Trinkblase. Kilometer 24 und ich stehe gerade vor dem Gebäude oder bin hier gerade vorbeigelaufen und finde diese Inschrift ja so geil. Ohne Fleiß kein Preis. Gute Einstellung hatten sie damals schon. Wer hat denn schon wieder diese Route geplant? Ich wollte heute keine Berge gehen. Hier ist eine Brücke, Leute. Guckt euch bitte an, wie steil das ist. Komm, wir gehen jetzt gemeinsam. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, aber schön dieser Park hier. Mensch, ich wusste gar nicht, dass Zossen so sexy sein kann. Ach, gucke, Bierbrauerei. Da hätte Schatzi ja doch mitkommen können. Ich habe übrigens schon das erste Mal jetzt das Stromkabel am Handy. Einmal Akku ist komplett runter vom Telefon. Schauen wir mal, ob ich mit meiner Super-Powerbank überhaupt die 70 Kilometer schaffe. Ach, gucke, das kommt mir doch hier alles sehr bekannt vor. Wir sind immer noch in Zossen auf dem Marktplatz. Und soweit ich weiß, war hier der Start vom Silvesterlauf. Also da hinten konnte man sich die Startunterlagen holen und hier auf diesem Platz sind wir quasi gestartet. 18 Kilometer bis nach Ludwigsfelde. Ja, war ganz nett der Lauf, aber vielleicht könnte ich ja dieses Jahr mal irgendwo anders mitmachen. Kennt ihr irgendeinen geilen Silvesterlauf, der in Berlin und Umgebung stattfindet? Also ich sehe jetzt hier drüben sind die ersten Läden offen. Bistro und Ratsstube und keine Ahnung, wie die alle heißen. Da könnte man jetzt natürlich schön einkehren und mal was zum Mittag essen. Aber es ist noch ein bisschen früh, oder? Lass uns mal gucken, wie spät wir es haben. 11.44 Uhr. Ja gut, gerechnet auf meine Aufstehzeit könnte man das schon mal machen. Aber ich habe jetzt ungefähr noch 7 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Er sollte in Wünsdorf sein. Und ich hoffe mal, dass es in Wünsdorf auch irgendwie einen Asiaten, einen Dönermann oder keine Ahnung, irgendwas gibt. Weil da werde ich dann einmal richtig Mittag essen. So der Plan. Drückt mir die Daumen, dass es da sowas gibt. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, werden in Zossen immer am Mittwoch die blauen Tonnen abgeholt. Ich bin so ein findiger Fuchs. Man könnte auch extrem guter Beobachter sagen. Mir fallen immer wieder Dinge auf, die dem Praktikanten gefallen können. Hier gibt es griechisches Buffet jeden Mittwoch. Nur 10,90 Euro. Das wäre voll sein Ding. Also Schatzi, merkst du das? Ich vermisse dich. Ich habe jetzt 28 Kilometer und ich bin schon seit 5 Stunden 20 unterwegs. Und jetzt mache ich das erste Mal meine Kopfhörer rein. Ich habe es über 5 Stunden ohne Kopfhörer ausgehalten. Aber jetzt habe ich halt keinen Bock mehr auf meine Gedanken. Deswegen höre ich jetzt einfach einen Podcast. Kilometer 30 und ich bin in Wünsdorf angekommen. Bedeutet, ich mache gleich den nächsten Boxenstopp und versuche mal was zum Mittag zu finden. Ey, krass, dieser Feueralarm, den gibt's auf den Dörfern immer noch. Es ist 11:45 Uhr und jetzt hat gerade hier die Sirene angeschlagen. Also bei Edeka gibt's halt nur so Fleischkäse und, keine Ahnung, so ein altes, gammeliges Hähnchen, was da, keine Ahnung, schon seit 300 Stunden warm gehalten wird. Habe ich jetzt nicht so richtig viel Bock drauf, auf einen kalten Salat eigentlich auch nicht. Aber den kann ich auch gleich zur Not noch bei Netto holen, denn da komme ich gleich auch noch dran vorbei. Aber vielleicht hat Wünsdorf ja noch irgendwas anderes zu bieten. Muskelpeter. Gefällt mir der Name. Daumen hoch dafür. Dann schauen wir doch mal, ob wir bei Nikos Grill was finden. Es ist die türkische Pizza geworden. Boah, ich habe extra nicht aufgegessen, damit ich mich jetzt noch weiterhin bewegen kann. Ich bin so satt, Leute, und richtig ärgerlich. Ich habe hier 3 Meter hinter dem Dönerladen gerade ein Schild gesehen, dass in 200 Metern ein Asialaden gewesen wäre. Oh, ich hätte asiatisch echt viel lieber gehabt. Oh, Leute. Komm, wir gucken uns das mal an. Eigentlich wollte ich ja nicht so viel unnötige Pausen machen, aber das ist doch, ja gut, schön nicht, aber das ist doch schön. Oh, ich wollte gerade sagen, wie klar das Wasser ist, aber hallo. Naja, ein paar Algen sind hier schon drin und es riecht jetzt auch ein bisschen unangenehm. Naja, ich wollte es euch mal gezeigt haben. Kilometer 35 und damit Halbzeit. Und jetzt ist die richtige Zeit, um mal einen Zahlen-Daten-Fakten-Check zu machen. 7 Stunden und 10 Minuten insgesamt jetzt schon verbraucht. Davon Aktivitätszeit ganz exakt 6 Stunden. Das heißt, ich habe, was hatte ich gerade gesagt, 7 Stunden bla bla bla. 7 Stunden 10, also 1 Stunde 10 insgesamt zwischen Pause gemacht. Also in den Supermärkten,
keine Ahnung, mal pinkeln. Nee, eigentlich nur in den Supermärkten. Mal pinkeln habe ich weiterlaufen lassen. Ja, ich war jetzt 8-mal auf Toilette. Einmal tatsächlich auf einer richtigen Toilette, jetzt gerade beim Dönermann. Meine aktuelle... Jetzt bin ich falsch gelaufen, weil ich hier mit euch quatsche. Also wieder zurück. Meine aktuelle Herzfrequenz liegt bei 125. Und was wollt ihr noch wissen? Was ist spannend für euch? Ich bin schon 127 Höhenmeter nach oben gegangen. Unfassbar. Und wir befinden uns jetzt auf einer aktuellen Höhe von 41 Metern über dem Meeresspiegel. Und ja, es ist 14 Uhr, glaube ich. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, weil ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier? Nee. Doch. Okay, Leute, kommt mit. Kommt mit. Ich weiß ja nicht, ob das hier wirklich ein Weg sein soll, aber es sieht echt so aus. Und jetzt bin ich gleich in Lindenbrück angekommen. Was es für verrückte Ortsnamen auch gibt. Warte, so, jetzt könnt ihr es endlich sehen. Die türkische Pizza liegt quer im Magen. Boah, das war keine gute Idee, das zu essen. Es ist jetzt richtig anstrengend zu gehen gerade. Das ist hier übrigens ein ganz typisches Bild, wenn ich irgendwo vorbeilaufe. Wieso bellen die Hunde? Die freuen sich doch eigentlich. Nicht wahr, du Hübsche? Ja. Na komm, wir gehen noch ein Stückchen zusammen. Kilometer 40 und es wird langsam anstrengend. Boah, guck mal, hier kriegt. Hier. Oh, schön. Ich finde schon gar keine Worte mehr. Hier steht eine Bank. Ah. 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 Ganz kurz sitzen. Ich kann gar nicht so genau sagen, was jetzt gerade so mich kaputt macht. Also ich bin so einfach, ja, ich meine, 41,87 Kilometer, also kurz vor Marathon-Distanz. Und das ist echt, also Marathon-Distanz gehen ist nochmal eine andere Herausforderung, anstatt zu laufen. Ich meine, ich bin halt jetzt auch über sieben Stunden unterwegs. Ja, die Füße gehen eigentlich, muss ich sagen. Also klar, mir brennen so ein bisschen die Fußsohlen, aber... alles halb so wild. Ich habe mir gerade überlegt oder hochgerechnet, wann ich dann ungefähr da bin. Also wenn ich jetzt so in der Geschwindigkeit weitermache, bin ich wahrscheinlich so gegen 21 Uhr im Ziel oder kurz danach. Ist eigentlich auch genau das, was ich prognostiziert habe. Bedeutet aber auch, dass ich auf jeden Fall 2 bis 3 Stunden gleich noch mit Stirnlampe unterwegs bin, denn es wird ja schon relativ früh dunkel. Und es ist gerade so schön hier zu sitzen und ich weiß aber, dass ich jetzt los muss, denn ich habe keinen Bock, so lange in der Dunkelheit zu laufen. Here we go. Kilometer 44, sorry, ich esse gerade Nusche. Und ich glaube, ich bin in Barut angekommen. Und das finde ich jetzt hier schon sehr, boah, heftig, oder? Also es ist wahrscheinlich ein Denkmal von der russisch besetzten Zeit in Ostdeutschland. Ja, ich lese auch schon 1945, Kriegsdenkmal, Leute. Oh, aber was für ein Riesending hier mitten im Nix. Also... guck mal, da geht's los bis da drüben zum nächsten Panzer. Krass, ist wahrscheinlich auch ein Friedhof oder sowas. Ich finde sowas ja irgendwie immer ein bisschen gruselig. Hey Leute, ich bin jetzt bei 44,44 Kilometer. Ja, ich hatte gerade ein kleines Hängerchen. Jetzt geht's aber wieder gut. Die Sonne kommt wieder raus und dann läuft alles wieder wie am Schnürchen. Meine Füße brennen ein bisschen, aber es ist alles, also... brauchen wir nicht drüber reden. Alles halb so wild. Bin jetzt ganz hochoffiziell in der nächsten Stadt. Tada! Ist das schön. Da mach jetzt dann mal ein schnelles Selfiechen und dann geht's weiter. Also das finde ich beeindruckend. Die Stadt Barut ist eine Partnerstadt von irgendeiner Stadt aus der Mongolei. Heftig! Gleich ist es soweit. Ja, 46 Kilometer. Mein letzter Anlaufpunkt. Oh mein Gott. Und ich habe schon gedacht, hat er zu... oh Gott. Okay, ich glaube, er hat auf. Mein letzter Stop, meine letzte kleine Pause. Warte, ich mache jetzt hier auch mal auf meiner Uhr auf Pause. Jetzt versuche ich mich hier nochmal zu versorgen, denn die letzten 22, 23 Kilometer habe ich jetzt keinen Supermarkt und kein Dorf und nichts mehr. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Bock, was zu essen, aber ich muss ja jetzt irgendwas kaufen, damit ich das überlebe. Ja, meine Auswahl ist jetzt nicht so krass geworden. Also es gibt ein paar Möhrchen, einen Apfel und einen Butterstreuselkuchen. Also ich habe auch eben gerade geguckt, ich habe schon über 3000 Kalorien verbrannt bis jetzt. Aber ich will jetzt auch nichts mitnehmen und schleppen die ganze Zeit. Der Rucksack ist sowieso schon sauschwer, was ich sowieso nicht esse. Also ich fülle jetzt das Wasser erstmal wieder auf und dann esse ich heute was Krasses, wenn ich im Hotel bin. Ich hoffe, da gibt es noch was. Um eher ganz ehrlich zu sein, würde ich mich jetzt auch gerne lieber auf so eine Bank da setzen. Eine Runde rumchillen. Aber gut, ich wusste ja, dass es anstrengend wird. Und ich habe jetzt auch gerade geschaut, es sind... weniger Kilometer, als wenn ich von zu Hause bis zu meiner Oma laufen würde. Ist doch ein Klacks. Versuche ich mir zumindest einzureden. Also in Barut gibt es Berge. Ja, ich weiß nicht, ob man das Gefälle sehen kann. Dazu gibt es noch FC Bayern München Fans, die 2 Hunde haben. Und die mich auch herzlich begrüßen. Schön. Hallo. Ja.
Kilometer 50. Und ich habe echt ein bisschen Schiss vor der Dunkelheit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt aktive Gehzeit 8 Stunden 40 gebraucht. Also hier kommen nämlich auch immer so komische Autos. Also immer. Zwei sind bis jetzt gekommen. Und da saßen auch immer sehr skurrile alte Männer drin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen ist, was ich hier vorhabe. Deswegen heißt es, keine Pausen mehr, einfach jetzt durchrocken. Wow. Also da möchte man doch am liebsten ganz kurz, oh Gott, die Linse ist dreckig, na gut, da müsst ihr durch. Da möchte man doch am liebsten hier ganz kurz sitzen und innehalten und diesen vortrefflichen Sonnenuntergang genießen, oder? Aber Leute, die Sonne ist nicht mehr lange da. Ich muss weiter. Kilometer 53. Huhu. Und es sind tatsächlich nur noch 15, irgendwas. Also doch ein bisschen weniger als 70 Kilometer. Oh, so gut. Und ich wollte euch nochmal kurz den letzten Anblick dieser schönen untergehenden Sonne zeigen. Und euch ganz lieb in Erinnerung rufen, dass ihr vielleicht eure Stimme heute noch einmal für mich abgebt bei den TikTok Awards. Dankeschön. Diese Bank. Wird jetzt mein Mini-Pausenraum sein, denn ich wappne mich für die Nacht. Und zwar tue ich die Sonnenbrille raus und die Stirnlampe, dann kommt die Pfandflasche weg und statte mich jetzt ein bisschen aus, damit es in die Dunkelheit gehen kann. Ah. So, alle fit? Noch zwei Möhrchen eingepackt. Keine Angst, das war keine Spucke, das ist von der Möhre. Ab auf die letzten 15 Kilometer. Ob und wie ich dann die Dunkelheit überlebt habe, siehst du dann im nächsten Video. Also folge mir auf jeden Fall, damit du nichts mehr verpasst.